Mit Don Carlo, Tannhäuser und Carmen stehen schon zu Beginn der neuen Spielzeit Schwergewichte im Programm der Oper. Den Stadtostblock sprach mit Opernchef Jens Daniel Herzog über Kooperation und die Zusammenarbeit mit dem neuen Generalmusikdirektor Gabriel Fels. Herr Herzog, der Beginn Ihrer dritten Spielzeit steht ja immer noch unter dem Motto VW, also Verdi und Wagner. Was können wir bei Don Carlo erwarten? Erstmal haben wir uns wirklich dem ganz, ganz wichtigen und gewichtigen italienischen Repertoire das zweite Mal jetzt gewidmet und zweite Mal Verdi. Damit fangen wir schon mal die Spielzeit an mit einer, glaube ich, ganz, ganz tollen Besetzung. Wir haben einen kanadischen Tenor, der sein Deutschlanddebüt gibt, von dem wir sehr viel hören werden im deutschsprachigen Raum in nächster Zeit, bin ich ganz sicher. Mit Wen wir jetzt sagen, Christian Sist, Susanna Braunstäfer haben wir, glaube ich, eine Top-Besetzung, die du brauchst bei so einem schwierigen Werk. Es ist eins von Schiller ausgehend, eins der ganz, ganz gewichtigen, großen Meisterwerke der deutschen Literatur, das sozusagen im Spiegel, im Prisma von dieser unglaublichen Musik noch einmal eine neue Blüte erlebt. Und vor allem die Auseinandersetzung, dass alles Private politisch ist und alles Politische privat, das Schiller auf den Punkt gebracht hat, eine sehr komplexen Dramaturgie, das siehst du in diesem Stück hervorragend musikalisch umgesetzt. Also es gibt eben ganz große Szenen, sentimentale Szenen, fast melodramatische Szenen, wie sie Verdi geliebt hat, und dagegen große Haupt- und Staatsaktionen, die da dagegen schlagen, und immer der Druck des Öffentlichen und des Politischen, der auf den einzelnen Figuren lastet, die auf der Suche sind nach der Glücksmöglichkeit oder der Glücksentfaltung, die aber immer mehr unmöglich gemacht wird. Und ein für mich tief berührendes Werk. Ich habe das Stück schon zweimal inszeniert im Schauspiel, jetzt das erste Mal als Oper. Und macht man neue Entdeckungen daran. Also das machen die großen Meisterwerke einfach aus. Sie haben ein derartiges Hinterland, so eine Luft bei sich, dass du sich eigentlich immer wieder ihnen widmen kannst und du findest immer wieder was Neues. Kommen wir zum Wagner. Da ist ungewöhnlich, dass Schauspieldirektor Kai Voges dieses Mal die Inszenierung macht. Was erwarten Sie von dieser Inszenierung? Also ich kann es mal wieder zurückgeben. Ich habe mein Debüt als Opernregisseur mit Tannhäuser gegeben, 98 im Opernhaus Zürich. Und deshalb fand ich es eine ganz gute Idee, eigentlich dem Kai die Möglichkeit für sein Operndebüt mit diesem Stück zu geben. Es ist nicht sehr einfach für jemanden, der vom Schauspiel kommt, hat große Chormassen, große Chorszenen, aber er hat einfach gezeigt in den letzten Jahren, dass er einfach ein unglaublich kreativer, innovativer, fantasievoller und auch ein bisschen verrückter Theatermacher ist. Und das ist das, was du brauchst, weil du stehst in so einem Wagner-Jahr ja da und sagst, wie können wir eine neue Sicht auf den Wagner ermöglichen? Wie kann man etwas Spannendes daraus machen? Ich habe den Tannhäuser, wie gesagt, schon mal inszeniert. Ich würde mir es auch zutrauen, eine neue Sicht darauf zu machen. Aber das lag ganz nahe, dass der Kai mit seiner Art und Weise Theater zu machen, da, glaube ich, was ganz Spannendes macht. Und alles, was ich jetzt im Vorfeld da höre, macht mich nicht nur neugierig, sondern auch hochgespannt. Ja, Stichwort Anna Nicole. Überrascht Sie dieser Erfolg einer doch sehr modernen Oper? Total. Also ich bin sozusagen jetzt noch viel lieber in Dortmund, als ich vorher war, weil es war wirklich, wir haben, wie gesagt, eine Zusatzvorstellung geben müssen, wir haben ausverkaufte Vorstellung gehabt, das bei einem Stück, das nicht nur im 20., sondern im 21. Jahrhundert geschrieben worden ist, habe ich wirklich nicht für möglich gehalten. Die Zahlen der letzten Jahre, also wenn man moderne Opern gemacht hat, waren eher vorsichtig, gelinde gesagt bescheiden. Deshalb ist es immer eine große Kraftaktion und Mutaktion, wenn wir als Theater sagen, komm, wir setzen weiterhin auf die Musik. Wobei man hat eben gesehen, dass dieser neue Weg, den der Turnage und auch die englischen Komponisten gerade gehen, nämlich auch wieder dem Publikum gefallen zu wollen und sich nicht von ihnen zu trennen und sich in ihre Kammern einzusperren, sondern für ein großes Publikum ein großes modernes Thema und Oper zu schreiben, dass das angekommen ist. Und dieses Wagnis hat funktioniert und es war richtig toll. Ja, kommen wir nochmal zu etwas älterer Musik. Also es gibt diese Spielzeit leider keine Barockoper.
Gibt es dafür Gründe? Naja, wir haben Vorklassik. Wir haben das Oratorium wieder auch gemacht, was wir eigentlich alle 2 Jahre machen wollen. Auch bei Barock haben wir immer gesagt, wir machen diese Linie, aber nicht pedantisch jedes Jahr. Und diesmal hat es sich einfach nicht ergeben. Und trotzdem haben wir mit dem Haydn, haben wir, sag ich mal, alte Musik, nicht den großen ausdifferenzierten Orchesterapparat, der es dann im 19. Jahrhundert ist. Aber es ist in der Tat so, dass wir auch in dieser Spielzeit unseren Fokus legen. Eigentlich hat die großen, schweren Repertoirestücke, das hat auch was damit zu tun, dass wir mit Gabriel Fels einen Mitarbeiter haben, der sich darin auch gerne zeigen möchte. Und da haben wir in Zusammenarbeit mit ihm auch gesagt, komm, lass uns jetzt diese schweren Dinge machen. Auch das Ensemble ist weit genug, die Stimmen sind jetzt wieder ein Stück weiter und können sich diesen großen, schweren Repertoireklassiker nähern. Wir haben ja nicht nur Carlos und Tannhäuser, sondern mit Karm haben wir ja auch den nächsten. Ja, Stichwort Gabriel Fels. Es ist ja ein neuer Generalmusikdirektor, mit dem Sie ja auch schon zusammen auf dem Plakat zu sehen sind. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Also wir haben ja im Juli schon die Vorproben gehabt mit Carlos und ich bin unglaublich froh, so einen Partner an meiner Seite zu haben. Auf jeder Probe merkt man einfach, da ist Support da, da ist ein Austausch da, da bewegt sich Szene und Musik Auge in Auge und das ist etwas, wo du dich immer sehnst danach und bist ja nie sicher, hast du die, wird es so einschlagen, wie es im Moment einschlagen wird. Und das ist, gibt eine unglaubliche Kraft und Lust, hier weiterzuarbeiten. Ja, Stichwort Zusammenarbeit mit anderen Sparten. Carmen ist wieder ein großes Theaterstück, das wieder im KJT auch quasi aufgenommen wird. Wie läuft da so die Zusammenarbeit? Also das ist ja für uns ganz wichtig, dass wir, ich meine, wir sind ein Mehrspartentheater und deshalb sollten wir auch unsere Kräfte, unsere Stärke in diesen Synergien im Neudeutsch einfach zu finden. Und natürlich müssen wir auch an ein Publikum für morgen immer denken. Und wir wollen natürlich auch die Aktualität und Frische dieser Themen zeigen, indem wir sagen, das ist auch ein Thema für das Kinder- und Jugendtheater. Und da werden wir mit Gruppen in Dortmund auch zusammenarbeiten und das ist unsere Form von auch Vermittlungsarbeit und eben immer wieder zu zeigen, wir in der Oper sind nicht auf dem hohen Ross, sondern verstehen uns genuin als innovative, kraftvolle Theatertruppe, die ganz, ganz spannende Themen von heute aufgreifen kann und das kann man an solchen Kooperationen natürlich gut ablesen. Und vor allem läuft es sehr gut mit dem Andreas Gruhn, auch das macht einfach großen Spaß. Wie gesagt, Kai Voges arbeitet bei uns einer Oper, mit dem Ballett schaffen wir es auch noch, der uns eigentlich am nächsten liegenden Sparte. Ja, Herzog, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für die neue Spielzeit. Vielen Dank.